Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zur Woche 4. Es sind tatsächlich schon 3 Wochen vergangen. Also im Endeffekt sind es 5 oder 6 sogar. Aber in der Woche, wo ich ja in Hamburg war, ist ja nicht viel passiert. Bin ich zurückgekommen, habe es jetzt 4 Tage lang benutzt. Und jetzt kann ich einen Abschluss sagen. Jetzt haben wir eine Woche rund. Und ja, das Video kommt dann am Montag online oder am Sonntag sogar schon. Ich werde euch jetzt zeigen, was jetzt so meine Fortschritte sind. Und dann schauen wir einfach weiter, was ich mit nochmal neu reingenommen habe und was rausfliegt. Oder was aufgebraucht ist oder. Wir fangen erstmal an mit den aufgebrauchten Sachen. Ich hatte die Neutrogena Fußcreme mit reingenommen, hatte aber vergessen, euch zu zeigen, dass sie ratzeputze leer ist. Ich muss sagen, die ist echt super. Wie gesagt, war nicht mehr viel drin, würde ich mir tatsächlich nachkaufen, aber im Moment habe ich was anderes da. Die hatte ich euch aber auch schon im Aufgebraucht gezeigt. Dann habe ich hier etwas leer gemacht und zwar ist das Shine Fragrance Spray. Das ist der totale Schwachsinn durchziehen. Für mich persönlich, ne? Das ist etwas, das sind Produkte, die ich nicht nachkaufen würde, weil sie für mich gar keinen Sinn ergeben. Das ist etwas, was... Da kann ich mein Geld auch aus dem Fenster werfen. Das ist so ein Produkt. Es hat nach Oma gerochen, fand ich nicht gut. Es hat meine Haare irgendwann so richtig lätschrig, fettig, als hätte ich einfach zu viel Öl reingemacht. Es war dann irgendwann so unangenehm, aber so trocken unangenehm. Das war wie so ein Trockenöl, mochte ich gar nicht, also war nix. Aber es ist jetzt leer. Ich hatte das einmal komplett da so drauf gesprüht, ne? Das riecht einfach wie Elnett, ist gar nichts für mich. Nein. Dann auch etwas aufgebraucht, die Douglas Sun After Sun Lotion hier. Nein, not. Es ist kühlend, aber ich glaube, jede Bodylotion ist irgendwie kühlend an sich und nicht wärmend. Und es klebte nur noch an meinem Körper. Ich habe einfach die Krise gekriegt. Es roch eigentlich nur nach Alkohol und Sonnenmilch. Das war so die Mischung. Würde ich mir natürlich nicht nachkaufen und ich bin ganz froh, dass es leer ist. Auch das hatte ich euch schon im Aufgebraucht gezeigt. Dann schauen wir mal, was mit meiner Haarmaske. Ich hatte sie jetzt ungefähr so 2-3 Mal benutzt. Das ist wie so eine Haarkur für mich. Manchmal benutze ich Shampoo. Man sieht, es wird immer leerer. Ich komme jetzt gerade zu der Maske an sich, die da drin ist, die Ölmaschik. Ich weiß es nicht. Ich mag diese Tiegel nicht. Ich glaube auch, dass ich es irgendwann umfüllen werde in eine Quetschtube. Ich mache mir diesen Stress, ja. Aber das ist auch etwas, was dann auch schneller leer geht, was ich dann auch täglicher benutzen kann. So ist die Dosierung A so schlecht und B, man steht in der Dusche, alles ist nass, der Tiegel fällt runter, die Hälfte fällt dann raus, wohl möglich. Also mir ist jetzt nichts rausgefallen, aber ich kenne mich. Ich bin ein kleiner Tollpatsch. Ja, wie gesagt, ist ulala. Dann Isana, es ist alles klitschnass. Isana Duschpeeling, ich mag das wirklich gerne. Es ist auch nur noch 1-2 Anwendungen drin. Ich vermute, so 2 Anwendungen kriege ich da auf jeden Fall raus. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht weiß, ob ich es nachkaufe oder es lieber mir selbst kreiere mit Zucker und Öl. Babyöl habe ich eine Zeit lang benutzt und Zucker und es hat ganz gut funktioniert. Der Duft ist wirklich sehr, sehr lecker, sehr pudrig, sehr angenehm, riecht ein bisschen nach Baby. Finde ich wirklich sehr, sehr gut und ja, bleibt natürlich jetzt noch drin für die 1-2 Male, die ich es noch verwenden kann. Dann in Kombination benutze ich dieses Spray und auch das hier. Man sieht da einen kleinen Fortschritt. Ich mache immer denselben Fortschritt, könnte man sagen, weil ich das ja immer im Kombi benutze. Ich sprühe pro Achsel so 2 Mal. Ich benutze auch nicht jeden Tag Deo, wenn ich dran denke. Das hier dagegen, das sprühe ich manchmal auch nur auf WC, wenn ich da bin. Einfach so. Es riecht nach Kokos. Ich meine, Scheiße und Kokos riecht dann irgendwann... Also es ist gar kein toller Duft. Aber es geht mir tierisch auf dem Sack nach Kokosnuss, wie eigentlich so eine künstliche Kokosnuss, irgendwas Künstliches erschaffen zu haben. Ich rieche das irgendwann nicht mehr, ne? Ich sprühe das auf, in dem Moment rieche ich das, aber danach kommt nichts mehr. Von daher kann ich das aufbrauchen, aber das war's. Ich werde sowas Süßes nimmer holen. Ich glaube auch nicht, dass meine Tochter sowas gerne hätte. Das bleibt natürlich weiterhin, bis das Kokos aufgebraucht ist oder ich ein anderes aluminfreie Deo irgendwie dazu nehmen kann. Dann haben wir das Rosenwasser. Auch da habe ich einen minimalen Fortschritt. Wie ihr seht, immer das Gleiche, könnte man eigentlich sagen. Ich benutze nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ich benutze es zwar täglich, aber ich brauche nicht so viel. Manche brauchen das in einem Monat auf. Ich weiß nicht, wie das geht. Das sind jetzt 3 Wochen ungefähr. Oder 2 Wochen.
Ich schaffe das nicht in 4 Wochen. Nee. Das ist etwas, was ich auch genieße, morgens drauf zu machen. Ich sprühe das entweder drauf und mache ein Wattepad oder ich mache es direkt auf dem Wattepad. Kommt immer drauf an. Wie gesagt, da ist noch reichlich drinne. Ein Dreiviertel voll auf jeden Fall noch und reicht mir auch noch. Welches ich glaube, ein-, zweimal benutzt habe, war in der Woche, bevor ich nach Hamburg gefahren bin. Dieses, danach habe ich es einfach vergessen. Das ist ein, ja, mega feiner Duft und riecht wirklich sehr angenehm. Das riecht so ein bisschen gurkig mit Thermalwasser. Aloe Vera riecht so ein bisschen frisch nach, ja, frischer Gurke. Aber keinen richtigen Duft, könnte man sagen. Einfach nach irgendwas Frischem, aber nicht jetzt so nach Erdbeer, Himbeere oder sowas, sondern einfach nach irgendwas Frischem. Mag ich sehr gerne auch zum Make-up fixieren oder einfach mal erfrischend, aber als Erfrischung sehe ich das einfach nicht. Mein Pottkaffee. Dann, meine Lieben, kommen wir zur Gesichtsreinigung. Da hat mein Freund einen Fortschritt gemacht, natürlich auch ich. Ich bin jetzt aktuell hier, also nur noch da. Ich weiß nicht, ob ich das in der Dusche rausgequetscht kriege oder es aufschneide. Na, hier oben. Und dann einfach rausschmiere. Mal gucken, weil hier hängt da auch noch ein bisschen so rum. Und ja, ich bin ganz froh, dass wir hier sind. Ich würde das tatsächlich eben, wie gesagt, nicht nachkaufen, weil es einfach nicht mein Favorit ist. Ich brauche diese Peelingkörner, die da bei der Garnier-Maske drin sind, einfach weil ich es mag. Oh, ein Flop-Produkt für mich ist auch dieses Today Mundwasser. Das habe ich kein einziges Mal. Doch einmal habe ich es benutzt, gestern oder vorgestern. Ich dachte, für mit Alkohol wäre es was, aber es ist einfach nichts. 35% Alkohol, ja, das Gefühl habe ich dann nämlich auch. Das kann kein Mensch benutzen. Dann, bei der After-Sun-Dusche habe ich doch einen guten Fortschritt erzielt. Und zwar den hier. Es ist nur noch halb voll. Ich denke, in 1-2 Wochen werde ich das auch platt gemacht haben. Ich nehme allerdings noch ein Duschgel mit rein, was auch halb leer ist. Oder halb voll, je nachdem, wie man sieht. Einfach zur Abwechslung. Ich mag es zwar sehr gern, ich kann mich auch einen Monat mit dem duschen. Aber warum? Na? Das macht dann noch mehr Spaß, 2 aufzubrauchen. Und zwar nehme ich das hier mit Lavendel mit rein. Das ist von La Petite Marseille. Das hatte ich im Zehmann gekauft. Für 1,50 Euro war sehr günstig. Riecht, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so nach Lavendel riecht. Nach irgendwas riecht es, aber ob es direkt nach Lavendel riecht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nur noch so voll. Und ja, möchte ich einfach mitten reinnehmen, weil ich doch gerne einfach dieses Cremedusche mag. Dann ist auch noch von Belou das Pink Melon drin. Das benutze ich aktuell nur als Rasierschaum. Ich weiß nicht, ich möchte einfach nicht nach künstlicher Melone riechen. Ich finde ja das total süß, ne? Wenn das Papier wäre, würde ich es mir irgendwo ausschneiden und hinbetten. Total bescheuert, aber ja. Es riecht auf jeden Fall nach künstlicher Melone. Für mich eigentlich nicht zum Duschen geeignet. Meine Tochter darf es gerne mitbenutzen. Das weiß sie auch. Ich benutze es aktuell als Rasiergel, weil ich einfach nichts, oder als Rasierschaum, weil ich aktuell nichts an Rasierzeug da habe. Von daher, ja. Dann ist ja meine pinke Bodylotion leer gegangen und dann hatte ich diese Darf mit reingenommen. Ja, ich habe das einmal benutzt, da hatte ich einen Fehl, dass es tatsächlich helle bis mittlere Haut selbst gebräunt hat, also meine Haut. Und zwar hatte ich einen Fehl, weil ich einfach zu viel an einer Stelle benutzt habe, da war sie kackbraun, da war sie schon so ein leicht orange. Der Duft ist eigentlich Darf, also es riecht nach Darf, es riecht gar nicht so nach Selbstbräuner, finde ich wirklich sehr, sehr schön. So heißt es und ich mag die auch sehr gerne. Gestern habe ich mich geduscht und habe mich damit eingeloscht. Fand ich sehr angenehm. Also je weniger man nimmt und desto besser ist es. Lieber 2 dünne Schichten als eine zu dicke. Das Problem ist, es zieht nicht sehr schnell ein. Das glitscht noch so rum. Und was soll ich nackig machen? Ich kann ja nicht eine halbe Stunde im Bad stehen und denken, ja, wann trocknest du? Das ist ein bisschen Mängel, aber sonst an sich, ich kann da gar keinen Strich machen. Ich sehe da gar nichts. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie leer es ist. So. Also es hat sich nicht getan, also nichts getan, könnte man sagen. Es ist immer noch da, wo es war. Also ich kann es immer noch bis hier knicken. Aber ich denke, bis hier ungefähr ist es, ja, 2 Anwendungen. Was will man erwarten, ne? So,
Dann habe ich angefangen, eine Fußcreme zu benutzen, die ich mit aus Hamburg geschleppt habe. Meine Mutter hat sich da in Israel, genau, sie war in Israel in Urlaub, hat Einfach sie in sich Israel vom vom Tod. Todesmeer Fuß, Gesicht, Haare, Körper, dies, jenes. Und da habe ich das mitgenommen, weil ich gesehen habe, dass es ziemlich alt ist. Es ist schon vergilbt. Auf jeden Fall schon vergilbt und es ist schon uralt und keine Ahnung was. Es ist für die Füße. Ich dachte, ich nehme es mit. Es ist vom Rossmann und es ist seit 2013 abgelaufen. Ich schmier mir das auf die Füße. Es geht. Der Geruch riecht auch nicht nach Füßen. Ja, ist halt halb voll. Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich es gestern benutzt habe. Ja. Man kann es auf jeden Fall, ja, so viel ist noch drinne. Vielleicht ein bisschen noch Luft drinne, aber gut. Werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Dann habe ich ja meine Gesichtsreinigungszeug. Man sieht, habe ich das euch gerade eben gezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man sieht, ich mache immer dieselben Reinigungsfortschritte. Immer so ein bisschen. Ich brauche davon auch einfach nicht viel. Ja, keine Ahnung. Ich brauche davon nicht so viel. Manchmal reinige ich mit Wattepad, ne? Und dann ein, zwei Pumpstöße. Ja, es ist sehr ergiebig, würde ich sagen, wenn es so weitergeht. Vielleicht gibt es ja auch einen längeren Monat, aber ich schminke mich eigentlich jeden Tag. Also von daher bleibt es immer gleich. Keine Ahnung. Tolles Produkt, würde ich mir aber, denke ich, erstmal nicht nachkaufen. Ich glaube, ich habe noch irgendwas da. Dann habe ich noch mit reingenommen, weil es einfach vergammelt sonst. Von Lovely, von dieser Paola Marie. Das hat mir die liebe Sarah zugeschickt in so einem riesen, riesen Paket mit ganz viel Pflege und sowas. Und da war die drin und ich finde sie gar nicht so schlecht. Also sie ist nichts für reife Haut, sagen wir mal, aber sowas für zwischendurch. Ich benutze sie zwar als Nachtcreme, weil ich einfach unter der Augenpartie nichts tagsüber drauf haben möchte. Aber ja, deswegen ist es okay. Aber ich brauche auch nichts, was jetzt so. Meine Augen, noch sind die Falten nicht ganz so groß, sag ich mal, mit 29, da geht's noch. Irgendwie seid ihr ein bisschen schräg, ne? Wieder mal. Und mit reingenommen habe ich das hier. Das ist extra fresh, das ist so ein, ja. Habe ich zigtausend Stück früher gehabt, weil ich einfach den Geschmack von Zigarette irgendwann leicht hatte. Ist total wieder crazy, ich mal wieder. Ich rauche und kann den Geschmack einfach dann nicht mehr haben, ja. Dieses schon. Ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwo hingehe und nach Kippe rieche, ja. Ich rauche zwar gerne, ja. Aber irgendwie nervt es mich auch, so danach zu riechen. Ich will nicht nach kaltem Rauch riechen. Ich will auch nicht, dass jemand denkt, boah, du riechst wie in der Kneipe. Das möchte ich einfach nicht. Deswegen das Mundspray, Kaugummis und etc., ne. Kann man auch dagegen wirken oder einfach aufhören zu rauchen. Und etwas, was ich bin der Meinung, ich hätte es euch schon gezeigt. Dieses Parfüm hier mit reingenommen. Das riecht. Nach was riecht es denn? Es riecht einfach nach irgendeinem Parfüm. Es ist in Ordnung, es ist kein Favorit. Ich wollte es einfach wegmachen. Das ist von Kick oder sowas. Oder irgendein Preisprinz, irgendwas ganz Günstiges. Ist in Ordnung. Ist jetzt aber nicht so mein Favorit. Ja, man sieht vielleicht. Na, die Markierung, ich weiß auch nicht, ob das ein Fortschritt ist oder einfach. Ich glaube, ich habe es vielleicht zweimal benutzt. Es sind 100 Milliliter und ich vermute, es sind 80 noch drinne. Von daher wird das schon einiges sein, was ich aufbrauchen möchte. Aber das ist etwas, was ich ungerne hier rumstehen habe und ich würde das gerne in mein Auto packen, weil ich im Auto meistens rumsprühe wie eine Irre. Ja, das ist auch noch etwas. Das sind mehr als 10 Dinge, ich weiß. Aber es wird auch demnächst einiges leer gehen. Da bin ich guter Dinge. Deswegen minimiert sich das auch. Und dann nehme ich halt nächstes Mal nichts rein. Das war's eigentlich schon. Ja. Ich bin hier auch am Aufbrauchen von dekorativer Kosmetik. Ne? Das wisst ihr ja immer mal wieder. Schaut auch mal da vorbei, falls euch solche Videos interessieren. Auf jeden Fall bin ich nicht ganz so erfolgreich gewesen letzte Woche. Oder sagen wir einfach in der Woche 3. Wir starten ja jetzt in der 4. Und ich denke dann. Ja, ich habe hier noch den Sonnenschutz mit drin. Den möchte ich ja auch aufbrauchen. Also es sind so 1000 Teile. Und das benutze ich jetzt immer für mein Gesicht. Ja. Mal gucken, was jetzt noch passiert in der Woche 5 dann. Also wir befinden uns jetzt dann in der 4. Woche und dann gibt es ein Update zur 4. Woche. Und wir starten in die 5. Woche so rum. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!